Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video dreht es sich um die Musik des französischen Künstlers namens College. Im Jahr 2005 startete er einen Versuch, die emotionale Kindheit, die stark beeinflusst war von der amerikanischen Popkultur der 80er Jahre, in seiner Musik zu vereinen. Mit dieser Faszination, die den Komponisten begleitet, navigiert seine Musik buchstäblich in die Vergangenheit zurück. Mit einem Blog, der im Jahr 2007 ins Leben gerufen wurde, unter dem Namen Valerie, erschufen unter anderem College ein wachsendes kulturelles Netzwerk internationaler Künstler. Dieses Kollektiv zeichnet sich durch eine retro-futuristische und romantische Mischung aus 80er Jahre inspirierter Klangkulisse aus. Seit seiner Gründung hat Valerie verschiedene musikalische Projekte, daraus resultierende Produktionen und Veröffentlichungen als Label publiziert. Leider sind die Auflagen vom Label sehr limitiert und schnell vergriffen. In meiner Sammlung fehlten 3 Kompaktdiscs von College, die ich mit dem Inhalt dieses kleinen Päckchens auf 2 Stück dezimieren konnte. Bestellt habe ich die CD aus Großbritannien über den weltweit größten Online-Marktplatz. Der Artikelzustand ist neu und die Zustellung hat ca. 14 Werktage gedauert. Für den Preis, der etwas über 9 Euro lag, war die Wartezeit für das physische Medium absolut im Rahmen. Jetzt kommt für mich der große Moment, das Päckchen zu öffnen. Das Artwork vom Digipack finde ich sehr filmisch angehaucht, passend zur Musik auf dem Tonträger. Für mich als Sammler ist die Folie von einem Digipack zu entfernen immer ein Graus. Ich habe so oft Angst, die schöne Hülle dabei zu beschädigen. Auch der Sammlerwert würde bei so einem Desaster darunter leiden. Auch wenn das Album meiner Meinung nach nicht das Beste von College ist und es eher nach einem Soundtrack klingt, findet es trotz all dem seinen Platz in meiner Sammlung. Für jeden, der gerne einen Ausflug in die 80er Jahre machen möchte, kann ich diese Musik wärmstens empfehlen. Am Schluss des Videos sind kurze Soundsamples eingeblendet von den Alben, die ich besitze. Für diejenigen, die mehr wollen, werde ich in der Infobox Musikvideos, dem Blog zum Valerie-Kollektiv und dem Künstler verlinken. Schreibt mir in die Kommentare, welches Album euer Favorit ist. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern, viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. Euer Klang Abstrakt.